Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Palworld, einem Spiel, was ich vor Jahren gefühlt mal auf dem Schirm hatte, aber so dachte, boah, nee, Pokémon mit Rumgeballer ist so überhaupt nicht meins, das kann nicht gut werden. Aber dieses Spiel geht ja aktuell extremst durch die Decke und ich habe da jetzt auch bei Tani tatsächlich ein bisschen was gesehen und ich glaube, ich sollte dem Spiel mal eine Chance geben. Es ist nicht so, wie ich dachte, dass es so werden könnte, also eher so negativ. Es soll tatsächlich recht gut sein und es liegt wohl vor allen Dingen daran, wie man das spielt, was man letztendlich aus dem Spiel macht. Also hier zum Beispiel hier dieses Ding mit diesem MG hier, oder also das erinnert mich ja mehr so an Digimon als an Pokémon. Oder hier, dass man sich hier solche komischen MG-Stellungen aufbaut mit den Dingern. Das muss man gar nicht machen. Man kann sich auch eine friedliche Farm bauen und ich gebe dem Spiel einfach mal eine Chance. Ich gebe dem Spiel einfach mal eine Chance. Okay. Ich erschaffe mal eine neue Welt. Alter, die Mucke ist nice. Ein bisschen leiser auf meinem Ohr, aber die ist nice. Weltenname. Blubitanien. Oder... Ja, ich glaube, das klingt gut. So, was haben wir denn hier? Kann ich das nachträglich noch ändern? Oder? Also, ich weiß halt nicht. Also, kann ja sein, dass mal irgendwer Bock hat mitzuzocken. Kann ich das mit dem Mehrspielergedöns später noch ändern? Oder? Den Einladungscode für diese Welt findest du nach Spielstart im Optionsbildschirm. Ah, okay, man kann auch einfach... Ja, komm, dann machen wir das mal an hier. Schwierig ist gerade ja normal, ja, das, reicht mir wahrscheinlich auch. Die Spielanstellungen sind ausbalanciert. Die Ausrüstungsmaterialien werden wir am Todesort fallen gelassen. Ich habe es gelesen, am Tatort fallen gelassen. Okay, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe zwar schon ein bisschen was von dem Spiel gesehen, aber immer nur so bröckchenweise. Also ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich kontrolliere kurz nochmal. Ah ja, das sieht alles gut aus. Let's go. Okay. Ich bin ready. Ja, Spielname passt soweit. Holla, die Waldfee, was ist denn hier los? Okay. Voreinstellungen? Was ist mit ihm denn los, ey? Das ist ja, da hat sich der Friseur aber auch ganz schön viel Mühe gegeben. Das erinnert mich an einen Charakter aus irgendwie Demon Slayer oder so. Das ist irgendwie so eine. Hä? Also. Jetzt mal ganz im Ernst, die Proportionen von den Beinen zum Oberkörper, die passen aber jetzt nicht so ganz. Das ist aber irgendwie bei jedem Charakter so. Okay, nehmen wir mal ihn hier. Was? Ach so, lol. Okay. Ach du Scheiße. Nee, komm, das war. Warte mal, machen wir das hier mal. Ich bin jetzt nicht so der Typ der mega krassen Charaktererstellungen. Oh Gott, nicht so nah ranzoomen. Hm.
Möchte mir dieses Spiel irgendwie etwas mitteilen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. What the? Was ist denn da passiert? Ich glaube, ich nehme mal ihn. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Das sieht schon so ein bisschen Wikinger-mäßig irgendwie aus. Das hier passt so überhaupt nicht. Ja, komm, lassen wir mal hier seine Friese. Okay. Das ist ein sehr kleiner Beutel. Aber in diesen sehr kleinen Beutel passen doch bestimmt ganz viele Palbälle rein. Ich hätte fast was anderes gesagt. Okay, komm, let's go. Ja, komm, ich bin ready. Ein Hühnchen, ein Schaf und ein Fuchs. Okay. Was? The towers are the key. The three holes. Was? Türme? Irgendwas mit Türmen. Alles klar, Türme. Gar kein Problem. Also, eine kleinere Hose gab es jetzt aber nicht, oder? Holy moly. Okay, ich wurde hier offensichtlich irgendwie angespült. Alter, Moment mal. Die Maussensibilität. Boah, die kann man aber mal ganz dezent ein bisschen höher stellen, habe ich gehört. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu krass. Moment, Sekunde. Wir haben es gleich, kann sie nur noch um Stunden handeln. Okay, so. So, Tutorial. Oh, es gibt Tutorial. Okay. Extra für Lappen wie mich hier. Bin ich denn hier? Okay. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume, um am Holz zu kommen. Ja, das weiß ich als alter Survival-Profi natürlich. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Das machen wir doch mal direkt. Der Survival Guide. Spielziel. Oh, es gibt sogar ein Ziel. Besiege die Bosse der Türme jeder Region und werde der allerstärkste Paltrainer. Sind die Türme sowas wie Arenen? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Du kannst dich in aller Ruhe der Befestigung deines Lagers widmen oder hinausziehen und alle Pals fangen. Auch die Erschaffung mega starker Pals durch Züchtung oder Verstärkung ist möglich. Alles klar. Technologien. Okay. Ach du Scheiße, ey. Palboxen fangen. Wirf eine Sphäre mit Q um einen Pal. Auf einen Pal, um ihn zu fangen. Okay, das habe ich in 10 Minuten schon wieder vergessen. Paleier. Ach du Heilige. Eieieiei. Womit fange ich am besten an? Ich vertraue darauf, dass mir das Tutorial das alles super erklären wird. Öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte Palsphäre frei. Den Technologiebildschirm? Ach du Scheiße, Paldex. Was? Lammball. Ein Schaf auf zwei Beinen. Alles klar, habe ich verstanden. Kativa, eine Katze. Und Shipiki, ein Küken. Okay. Technologiebaum. So, jetzt geht's hier los. Gegenstand, Holzkeule, Handfackel, die Palsphäre. Okay, dazu muss ich auf Stufe 2 kommen. Okay. Ach du Scheiße, ach du, oh Gott. Was? Stationärer Raketenwerfer? Ja, da sehe ich mich ja. Ja, das Spiel ist so ein bisschen eine Mischung aus irgendwie Pokémon Arc und Factorio. Habe ich mir sagen lassen.
Und ich denke, sollte. Ich denke, das könnte ganz cool werden. Sollte ich hier sein? Ich gehe halt in die genau entgegengesetzte Richtung, wo ich quasi gespawnt bin. Ja. Okay, ich kann schlagen. Sphäre werfen, Kuh. Ja, ich habe hier noch keine. Okay, hier ist irgendwas. Aufheben. Notiz eines Schiffbrüchigen. Okay. Was? Gibt's mit M eine Map? Ach du Scheiße. Ach du... Oh Gott. Gott, was ist das denn? Ach du Scheiße. Sind die Karten immer zufallsgeneriert oder... Was haben wir hier denn? Ebene des Aufbruchs. Das hört sich gut an, da will ich hin. Okay, hier habe ich noch ein bisschen was aufgedeckt. Meine Kartenkenntnis ist jetzt nicht so mega krass, aber... Ach du Heilige. Ja, wir sind hier quasi auf einer... Ja, auf einem Inselkomplex, wo die Pals leben. Man kommt hier nicht so wirklich einfach hin. Wir sind hier ja auch nur als Schiffbrüchiger gelandet. Also wahrscheinlich sind im Meer Pals, die... Einfach nur alles wegfetzen. What the shit is... Heilige Scheiße. Ja, und wir sind hier aber nicht alleine. So viel kann ich schon mal sagen. Hier sind auch andere Dudes, die auch nicht unbedingt freundlich sind. Die möglicherweise so ein bisschen gucken, dass sie die Pals irgendwie fangen und verkaufen können. Und ich weiß es nicht. Ich würde mir hier eher gern so eine friedliche Farm aufbauen. Okay, ich soll auf jeden Fall Äste sammeln. Ich soll mit B das Baumenü öffnen und eine primitive Werkbank bauen. Ich gehe mal hier einfach weiter. Erst mit der Palsphäre, das geht ja noch nicht. Oh hier, das sieht aus wie was? Windstieghügel. Aha. Okay. Ich bin ready. Ich bin... Wo zum Fick bin ich hier? Expeditionsüberlebende. Ich weiß noch nicht so ganz, also ich weiß, dass es hier böse Bubis gibt. Und ich bin so ein bisschen misstrauisch Leuten gegenüber, prinzipiell. Aber hier ist Holz. Das sammeln wir nochmal auf. Ich meine, ich bin ein absoluter... Was zum... Oh, da ist, das sieht mir nach so einem Turm aus, den ich besiegen muss. Schnellreise freischalten, ja, auf jeden Fall. Schnellreise freigeschaltet, einen Technologiepunkt erhalten. Oh, Moment mal. Ah, für diese Sachen hier brauche ich einen Technologiepunkt und hier brauche ich zwei. Ja, dann hole ich mir doch erstmal so eine primitive Werkbank, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Oder hole ich mir erstmal einen Knüppel, damit ich zuhauen kann? Das ist die Frage. Vielleicht wäre es schlau. Also, das hier ist ja eine Welt. Hier greifen mich ja nicht nur Spiele an, sondern auch diese Palmons möglicherweise. Vielleicht wäre so eine Holzkeule, dass ich mich verteidigen kann, eigentlich gar nicht so schlecht für den Anfang. Antike Technologie. Oh lol, das habe ich ja gar nicht gesehen. Brutkasten. Was? Ich höre was. Das sind Hühnchen. Hier laufen Hühnchen rum. Okay, Moment. Ich habe jetzt einen Technologiepunkt, aber was bringt mir dieser Technologiepunkt? Ich kann hier ja nichts freischalten, weil ich kann das schon alles machen. Inventar. Holz. Geil. Ach du Heilige. Mhm. Ja, ich kann mich selber auch leveln, nicht nur meine Pals. Moin. Hey, bist du friendly?
Ein Schiffbrüchiger, jemand, der nicht nach Pals riecht, ist mir. Sollte das irgendwie so ein Zeilenumbruch werden, der nicht ganz funktioniert hat, oder was ist hier passiert? Er ist mir länger nicht mehr untergekommen. Erstmal halb Programmiercode im Text, aber nice. Diese Insel ist die reinste Hölle. Ach, das finde ich jetzt auch nicht. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr im Leben. Einer nach dem anderen wurden von diesem wilden Pals abgemurkst. Zeilenumbruch, der nicht funktioniert hat. Pass bloß auf. Was? Pass bloß auf dich auf. Hast du noch so eine Knarre? Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber hier, um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Ja, gerne. Bis soll's. Dankeschön. Okay, Was? Was ist jetzt passiert? Ich bin Level 2. Okay, ich bin Level 2. Das ist ja schon mal jetzt nicht schlecht, würde ich mal sagen. Werte erhöhen. Ich habe einen Punkt. Das ist natürlich nicht sehr viel. Und ich kann Verteidigung nicht erhöhen. Der eine Punkt bringt ja richtig was. Ich glaube, mehr Lebenspunkte am Anfang ist nicht schlecht, oder? Dass ich ein bisschen mehr aushalte. Ich meine, ich bin Lauch. Also, ein bisschen mehr Lebenspunkte? Nimm mal. Jawohl, Alter. Erstmal hier richtig geiles Level up. So, ich, ach du Scheiße. Ich brauche einen Knüppel oder sowas. B. Arbeitsmenge 5. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ach so, ich brauche wahrscheinlich eine. Okay. Da unten glitzert irgendwas. Ist das ein Item? Greifen die mich an? Warte mal. Ich muss mal was. Okay. Greifen die mich sofort an, wenn ich zu denen hinkomme? Oder. Hallo, greifst du mich an? Okay, es gibt also auch friedliche Parts. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das Ding ist ja hier Open World und wenn ich hier übelst krass rumlaufe, kann ich halt auch übelst krass schnell auf die Schnauze bekommen, ey. Okay, ich muss erstmal gucken, wer ist hier denn überhaupt friedlich? Wer ist feindlich? Hi. Okay, du bist ängstlich. Was haben wir hier? Irgend so ein Bruchstück. Okay. Rote Beeren kann ich pflücken. Okay, die Katzen sind mehr so ängstlich. Die Hühnchen sind einfach Hühnchen. Ich fahre jetzt mal alles ab. Ja. Ich denke mal, das ist auch so ein kleines Anfangsgebiet hier, ne? Also, ihr sollt jetzt nicht gleich die übelste Apokalypse losbrechen. I see. Ja, ich würde mal sagen, sieht doch hier ganz nice aus, oder? Also, glaube ich, lasse mich hier mal nieder. So. Ich meine, so eine, ganz ehrlich, so eine Werkbank ist jetzt auch nicht das Schwierigste zu bauen. F halten, um das zu bauen. Alles klar. Ich baue meine Werkbank hin, passt schon. Oh. Greife einen Pal an, um ihn zu schwächen. Wirf dann mit Q ein Zwei. Ja, ich hab doch geblättert, doch mal geschmeidig. Ich hab doch noch gar keinen Ball. Eine Holzkeule. Produktion beginnen. Ich brauche mal einen Knüppel, ansonsten läuft hier gar nichts.
sehr schön. Oh, die Dinger haben ein Ablaufdatum. Was haben wir denn hier? Vita. Okay. Zwischen Hunger und Durst wird nicht direkt unterschieden. Was? Nee! Ich will es essen. Nahrung. Was? Kann ich denn das essen hier? Wem geben? Ah, okay. Ja, easy. Erstmal ein paar Beeren gefuttert. So, jawohl. Boah, das ist aber schon, also... Okay, ich habe eine Keule. Das ist doch schon mal was. Eine Handfackel. Holen wir uns mal eine Spitzhorre. So, okay, Spitzhacke ist da, Knüppel ist da, Werkbank ist da. Das läuft ja hier wie sonst was. So, was haben wir denn hier? Paldex. Wieso hat das so vibriert? Oh, was? Dinosom. Aha, okay. 111 gibt es aktuell. Ja, nice. So, Technologien. Ja, das Ding hier brauche ich. Palswehr. Ja, ja, ja. Schalte ich mal frei. Ist ja auch im Tutorial. Jetzt soll ich natürlich auch noch welche bauen. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie teuer sind die denn? 100. Ich brauche ein paar Steine. Moment. Das lohnt sich ja schon mal gar nicht. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Ja, doch, ist ja gut. Arbeitstempo, Gewicht, Angriff. Ja, ja. Ich erhöhe mal meinen Angriff ein bisschen. Wenn ich hier gleich auf die Viecher einkloppen soll. Wie kann ich denn... Warte mal, habe ich hier sowas wie eine Schnellleiste oder Eier hier? Ja, ja. Waffen. Wie kann ich denn... Ah, okay. Okay, 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 okay. So, ich brauche ein bisschen Stein, habe ich gehört. Oh lol, Palbruchstücke gibt's hier. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Let's go. Produktion beginnen. Ich brauche Bälle. So. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Okay, so. Ich soll die PAL-Box auch noch freischalten, okay. Wo ist denn die PAL-Box? Hier. Dafür brauche ich Holz und Palladiumbruchstücke weitere. Okay. Ja, okay, das habe ich jetzt gerade noch nicht. Holz. Warte mal. Wurde mir nicht gesagt, wenn ich auf diesen Baum einschlage. Aha. Boah, bin ich männlich. Oh, bin ich männlich und ich krieg sogar Fasern dadurch. Ja. Erstmal Bäume schlagen. Ja. Finde ich gut. Ah, hier, Sphäre werfen. Cool, ja, okay. Da wird das auch angezeigt. So. Ich habe Erz bekommen. Nice.
Warte mal. Mir fehlt immer noch Holz, okay? Ich fahre mal ein bisschen Holz. Und schalte dann die Palbox frei. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Ja. So. Reicht das? Reicht das? Das reicht. Jawohl. Freigeschaltet. So sieht es nämlich aus hier. So, wo ist denn das Küken hin? War nicht im Küken? Oh, da oben. Oh, da. Das sind aber zwei, ne? Das ist das natürlich schon. Das sind da zwei Küken. Es wird dunkel. Das gefällt mir nicht unbedingt. Ich habe eine Idee. Moment. Moment. Könnte sich das eine Küken mal verpissen? Scheiße, es kommt zurück. Mein Plan, sie zu trennen, hat nicht funktioniert. Oh, Holz. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, wenn ich vor ihr her anfange, jetzt die Küken zu verkloppen. Was? Dinosom 15. What? Wo? Was? Ach du Scheiße. Da unten. Ey, hast du mal eine Knarre für mich? Alter, wird das dunkel. Holy shit. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich mir sowas wie ein Bett bauen kann. Das wäre vielleicht mal ganz smart. Da hinten steht auch irgendwas. Sind das irgendwie die Leuchtfeuer von Gondor oder was wird das hier genau? Das sieht alles sehr weird. Alter, wird das so. Holy shit! So eine Handfackel. Ich habe möglicherweise meine Meinung über diese Handfackel geändert. Ich baue mal eine. Alter, ich sehe ja gar nichts mehr. Okay. Eine Handfackel spendet Licht und schützt vor Kälte. Fertige dir mit. Warte mal, schützt vor Kälte? Kann ich die auch irgendwie hier so dran machen? Oder muss ich jetzt die ganze Zeit in der. Kälte! Kalt. Sind die irgendwie ein Tag-Team oder? Ich traue der Sache noch nicht so ganz. Okay, ich hoffe, diese Fackel hält ein bisschen. Was kostet denn so eine Pal-Werk? War diese Steinachs eben auch schon da? Ich habe die ganze Zeit mit meinen Fäusten. Okay, komm. So. Zack. Steinaxt erhalten. Okay. Wie baue ich denn jetzt so eine Box, frag ich mich. Der Bereich ringsrum ist dein Lager. Also ich habe die jetzt freigeschaltet, aber wie baue ich die denn? Oh, hier Lagerfeuer.
Also in der Werkbank baue ich den ganzen Stuff hier, aber wo baue ich die Palbox, ist jetzt natürlich die Frage. Oh, warte mal, wahrscheinlich hier, ne? Nee. Nicht hier? Ich hätte es gedacht hier. Oh doch. Oh, 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 okay, 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 okay. Holz brauche ich ein bisschen. Okay, warte mal, das kriege ich hin. Ich habe ja jetzt fachmännisch meine Axt hier. Ja, ich weiß, kalt ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Okay, 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 okay. Gar kein Problem. Okay, Tab ist das. Ja, das Spiel macht ganz schön Bock, ne? Mhm. So. Dann bauen wir das Ding mal hier hin. Fertig. Ach, wirklich? Okay. Palbox Management, Lagerverbesserung und Schnellreise. Aha. Okay. Und das Gebiet hier hinter ist dann das Gebiet, wo die drin rumdackeln, oder wie? Was? Okay. Das Ding ist Level 1. Mit Q kann ich einfach einen Ball werfen. Hm. Wow! Ah, 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 ah. Nee, tut mir leid. Wollte nicht. Entschuldigung. Es tut mir leid. Entschuldigung. Das war. Es tut mir leid. Was ist hier gerade passiert? Ich habe mein Ding angehauen, aber es hat keinen Schaden bekommen. Alter. Okay. Verstehe, was sind das hier für komische Linien? Was passiert hier? Okay, ich habe ein Kativa. Level 1. Das ist großartig. So, wenn ich die hier rein tue, dann regenerieren sie sich. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Achso, ich dachte, das läuft jetzt hier irgendwie rum, weil das hier so einen Bereich markiert hat. Okay, ich habe ein bisschen Hunger. Okay, ich habe ein Kativa Level 1. Und es wird gleich wieder Tag. Okay, komm, dann ist doch Zeit hier für Gockelkämpfe. Da kann ich auch meinen Knüppel ausrüsten. Der dürfte ja ein bisschen mehr Schaden machen. Was? Fange 5 Lammball ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für dein Paldex. 5 Stück! Eieieiei. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar und versuche deinen Status zu verbessern. Das habe ich ja schon mal gemacht. Greif auf deine Palbox zu und rufe einen Pal ins Lager. Das habe ich doch schon gemacht, oder? Was? Betten 0. 0 von 0? Setze einen Pal für Arbeit, okay. Baue Holztruhe. What the? Was? Lagerverbesserung V. Baue Holztruhe, setze einen Pal für Arbeiten im Lager ein. Ach du Scheiße. Okay, du bist wieder voll. Was tust du da? Alter, danke schön.
Okay, Kativa farmt Steine für mich. Das musst du jetzt nicht machen. Also ich kann das auch gerne selber machen, ne? Okay, verstehe. Ja, Moment. Ja, okay. Mhm. Okay. Komm mal ins Team. Alles gut? Alter. Okay. Ich verstehe das Prinzip so ein bisschen. Erstmal hier Frühstück holen. So. Nee. Was? Warum? Warum? Nee. Das sehe ich nicht so. Unfair. Level 15 am Arsch, Alter. Verpiss dich. Was willst du? Mama. Da ist ein roter Totenkopf. Das ist nicht gut. Fräulein, wir haben ein Problem. Fräulein. Scheiße, Mann. Das ist meine Base. Okay, meine Base ist nicht sicher. Ich habe in einer fachmännischen Beratung geschlussfolgert, dass meine Base nicht sicher ist. Ey, was wird das? Verpiss dich. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Wie viele Bälle habe ich noch? 2. Okay, ich könnte mir noch so einen Gockel fangen. Ey, das ist doch jetzt ein Joke, oder? Da hat aber jemand ein bisschen Puls hier. Kann das sein? Stapft das Ding einfach durch mein Lager. Ich dachte, das kommt hier nicht hoch. Scheiße, Mann. Okay, wo sind diese Gockel? Wo sind diese Gockel denn? Ich hole mir jetzt einen Gockel. Da! Da ist ein Gockel. Haha. Ein einzelner Gockel. Okay. Oh, da ist ein Schatz. Oh, Lamba Level. Oh, Level 3. Das ist natürlich, die Palmen können übrigens auch krepieren, habe ich gehört. Also, sie sollten ein bisschen aufpassen. Okay, ich guck noch mal gerade, was der Dino da macht. Ich hoffe, der kommt nicht hier hoch, ey. Sonst ist ja aber gleich. Okay. Er geht wieder in die andere Richtung. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Okay, komm. Das schaffe ich, oder? Das schaffe ich! Ja! Easy! Ich habe Chipiki gefangen! Okay, ich habe noch einen Ball. Okay. Erstfangbonus. Ja, sehe ich genauso. Ja, ein bisschen Holz kann man mitnehmen. Okay, komm. Ein Ball habe ich noch. Let's go. Hau drauf. 99%, das reicht, oder? Okay. Und mein Kativa ist aufgestiegen eine Stufe. Okay. Das ist gut. Sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt eine Katze, ein Schaf und ein Huhn. Der wird 2, 2 und 3. Mal machen. So, gucken wir mal, ob Monsieur Dino noch da ist. Sieht nicht so aus. Ich gehe mal ein bisschen spotten hier. Okay. Monsieur Dino ist nicht mehr hier, aber ich sag mal so, eine Wand wäre vielleicht nicht die dümmste Idee.
Der war Level 15, ne? Alter, Vater. Und der hatte den roten Totenkopf. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Dino ist. Aber ich brauche hier eine Wand. Das ist ja wohl klar. Und ich brauche hier ein Bett. Also wenn ich hier ein arbeiten lasse, brauche ich ein Bett. Die Frage ist natürlich, woher kriege ich ein Bett? Pahl-Strohbett, da. So. Muss ich das hier bauen? Oder? Okay, das baue ich scheinbar übers Baumenü hier. Brauche noch ein bisschen Holz. Ja, gar kein Problem. Ich bin natürlich ausgewiesener Holzexperte. Läuft! Das kam unerwartet. Ich dachte, dass die Bäume halt ein bisschen länger. Okay, gar kein Problem. So, ein Bett. Ja, vielleicht hier so hin, oder? Ja. Warum nicht? Ja, ist ein bisschen schief, aber ey, komm, ne? Was tut man nicht alles für seine Pals? Alter, dauert das lange. Holy shit, ey. So. Fange 30 Pals und erhöhe dein Level. Ach du Scheiße, ey. Okay, kann man machen. Kann man definitiv machen, auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen, ihr beiden, ihr geht mal hier ein bisschen hin und heilt euch. Und du kannst mal ein bisschen hier was tun. Oh, jetzt geht's wieder los, ey. Mau! Wobei, ich würde mir euch drei eigentlich noch gerne mal angucken. Ich würde mich gleich die... bei wie viel Minuten bin ich denn hier eigentlich schon gerade, ey? Ach du heilige Scheiße. Okay. Ich würde mich gleich die erste Folge mal beenden wollen. Okay, euch geht's wieder gut. Dir geht's auch super. Komm mal her. Dankeschön. So. Ich würde mir meine Pals noch gerne ein bisschen angucken. Die Frage ist... Ja, Leveln Paldecks. Wie kann ich denn... Wie kann ich mir meine Pals denn angucken? Nee! Ich habe drei im Team, okay. Oh, warte, hier unten, was? 1-3-E. Ah, okay, okay. Wie kann ich mir die denn genauer angucken? Ich weiß, dass die voll viele Fähigkeiten und Werte haben und, E. Ja. Was? Oh Gott. Okay. Ah, okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Wie kann ich mir meine Parts denn angucken? Gilde. Okay, alles klar. Team. Ach, hier. Okay, okay. So, das Hühnchen. Partnerfähigkeit, allerdings Stufe 1. Okay, okay, okay. Aktivfähigkeiten, Hackordnung, neutral, Stärke 30, freies Slot, freies Slot. Was? Passivfähigkeit Pyromane, Feuerangriffsschaden plus 10%. Das ist ein Feuerhühnchen. Alles klar, ey. Eignung. Sammeln Level 1 und Farmarbeit Level 1. Okay. Angriff, Verteidigung und Arbeitstempo. Ach, die haben auch Hunger. Okay, okay, okay. Geistige Gesundheit. Ach du Scheiße, ey. Okay. Mhm. Eier legen. Okay, und das Schaf? Flauschiger Schild. Aha.
Manchmal Wolle abwerfen, Wolle rolle, normal 35. Drachentöter, was? Das Ding ist ein Drachentöter. Alles klar, okay. Transport, auch Farmarbeit, Handwerk hat das Ding noch, okay. Samtpfoten, Angsthase, Angriff minus 10%, das ist natürlich nicht so geil. Helfende Pfote. Maximallast, okay, okay, okay. Ja, Angriff minus wegen der Passivfähigkeit. Oh, hier, Bergbau Level 1, ja, das merkt man. Essmenge. Ach du Scheiße, ich brauche irgendwie Essen für die ganzen Pals, okay. Du bist auch neutral hier. Okay, gut. Dann würde ich sagen, soll es das für die erste Folge von Palworld gewesen sein. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Und ja, mal gucken, ob sich der Dino nochmal blicken lässt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann und ciao.